Heute fahren wir nach Brettstedt. Brettstedt. Das ist in der Nähe von Heide. Von Heide, ja. Heide-Rosen, da diese Richtung, ja, in Schleswig-Holstein. Und da ist wieder ein Hallenflohmarkt. Und wir möchten euch mitnehmen. Witam was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w drodze do Brettstedt. To jest miasteczko w Schleswig-Holstein. Znalazłyśmy na internecie flumak, który jest w takiej hali sportowej. Ostatnim razem, jak tam byliśmy, był dosyć duży i dzisiaj zobaczymy znowu, co tam nowego dostaniemy, kupimy. Oczywiście wtedy Wam pokażemy. Доброе утро! Сегодня мы едем в Брэдштедт. Это недалеко от Хайде и Хузен. Там будет сегодня в спортивном зале барахолка. Мы там уже один раз были, но это было давно. И мы хотим посмотреть, что мы сегодня такого найдем. Поехали! Aber ich glaube 800er oder sowas ist das. Ich weiß das jetzt auch nicht genau. Muss ich auch gucken. 800. Aber das ist ja gut mit der Lupe, ne? Ja, das ist doch eine schöne Sache. Mhm. Das sind so Währungen aus aller Welt, ne? Ja. Nee, ich meine, ich sprach mit der Dame. Ach so, ich habe gedacht, Sie reden mit mir. Welche? Was soll die Kette kosten? 15 Euro. 15 Euro. Für die Bernsteinkette. 15 Euro? Ja. Sind Sie so nett und machen die? Ja, mache ich. Das Gerold Porzellan. Was soll der Kerzenständer kosten? 4 Euro von Gerold Porzellan. Sehr viele Sachen sind ohne Manufaktur. Was mir auch gefällt, in Jörl, zum Beispiel auch, da rufen wir vorher an. Den decken die Fuß, der beim Kaufmann, dann decken die schon den ganzen Tisch für uns. Ja. Und wenn wir da ankommen, brauchen wir nur noch ein Modeschmuck. Da steht der Kunde alles bereit. Ja. Ein Kutschenreuter. Was möchten Sie für das ganze Service? 30 Euro. 30? Ja. Mhm. Aber gehört das dazu, ja? Die gehört nur nicht dazu. Ach so. Die gehört nicht dazu. Ja. Aber die können Sie auch komplett, also dass Sie dürfen, alles komplett für 30 Euro kriegen. Alles. Mit. Sieht hübsch aus. Ja.
kann ich nicht. Immer gut, dass die Lupe hier ist. Weiß ich nicht. Schumann, glaube ich. Schumann. Falschen. Was soll das Gedeck kosten? Die Sammeltasse? Ja. 10 Euro. Okay, danke. Was ist das? Nein. Was soll die kosten? Was soll die kosten? Was halten Sie von 5? Ja, na 5 Euro. Schon von Fürstenberg. Ich habe super mega gute Preise, also gerne fahren. Wir handeln super gute, mega gute Preise, genau. Darfst du auch. Ich guck mal gerade, ich habe irgendwo noch eine weitere Küche. 5 Euro ist viel für die Kleine. Ich wollte wissen, was sie dafür nimmt. Herr Keller, die Winterpause war viel zu lange. Was möchten Sie für den? 15. Da habe ich auch keinen Spielraum zum Verhandeln. Bei den anderen Sachen gerne. Was wollen Sie für das machen? Das ist ein Bild zum Aufhängen, ne? Was soll der kosten? Sind Sie 20. Die Kosten im Netz. Biskuit. Das ist hier wieder 2,50 Euro. Achso, ja. Es sind sehr viele Klamotten heute, ne? Sehr, sehr viele. Naja, also von der Mode her, finde ich ja. Was soll die kosten, die Rose? Entschuldigung. Hallo. Kostet nichts. Keiner redet mit uns heute. Das hier? Rosenthal. Rosenthal. Das war wahrscheinlich weißer Teller. Wurde hat bemalt. Wurde be- ja. Das ist keine Manufaktur hier. Und das sind nur Mokkatassen und Unterteller. Gutschen Leute. Was hast du da? Was? Bohemia. Bohemia. Klamotten und viele Spielsachen. Ja.
verrollte. Übeltopf. Mhm. Fragst du, was der kostet? Kartoffeln kosten 8 Euro. Der ist pompös. Mhm. Der ist echt pompös. Und handbemalt sieht man. Ja. Schön ist der, aber wohin damit? Loch? Ja, die hatten ein aus Zinn oder Blei so ein Öhrchen gehabt, damit sie es an die Wand hängen können. Die haben die Schale versaut. Macht man nicht mehr sowas. Wer ist das hier? Ich guck gerade, weiß ich nicht. England? Ich glaube, das ist England. Hildesheimer Rose, aber ich kann keinen Stempel sehen. Ich kann da keinen Stempel sehen, ob das versilbert ist oder Silber. Keine Ahnung. Das ist jetzt auch 90er Auflage und die. Auflage. Ist auch 90er. Mhm. Ich war da gerade bei dir, weißt du, ich habe nur nach der Manufaktur geguckt. Keine 2 Meter weg, dann geht er zu der Dame und labert über mich, weißt du? Wieso? Und alt. Und die Schmerzgrenze wäre? Wie? Ihre Schmerzgrenze wäre? 10 Euro. Nur das. Sie hat große Schmerzen. Ja, ich habe jetzt richtig runtergesetzt, weil ich die Sachen... Sie will die loswerden. Ja, ich nehme sie mit. Haben Sie Zeit für mich? Ist die heim? Ja. Muss ich doch. Ilmenau ist das, ne? Weimar. Ja. Ja. Ja, jedenfalls, da sind wir jetzt Komme da nicht durch. Vielleicht noch hier, wenn ich zurückgehe, dann wird das ein bisschen locker da. Was nehmen Sie pro Gedeck? 4 Euro. So, jetzt sehe ich. Ich sollte für Blumen die Stecke. Ja. Was soll das kosten? Das kostet 7, das Runde. Mhm. Also das Halbrunde. Ja. Ja, jetzt habe ich das, die Adresse. Nee, das leider noch nicht. Es sind auch ein paar Stände draußen heute. Wir gucken hier bei dem Herrn noch. Der ist schon fertig mit Auspacken, glaube ich. Dann gucken wir mal hier, was er alles hat. Ich finde die so schön, Jana. Aber
ist das kleine Manufaktur. Die habe ich schon gesehen. Die Typen gelb, wir werden mal den Radios passen. Die Radios? Die war so in die Kiste. Man muss ja Heimat vor, das Heimat nicht. Die Typen gelb. Мы подошли к концу. Барахолка была маленькая, поэтому мы для нас ничего такого особого не нашли. Но все равно день был интересный, мы много что увидели. И считаем, что в следующий раз нам больше повезет. Ну все, давайте. Пока-пока. До следующего раза. Wir haben heute leider auf dem Flohmarkt für uns nichts gefunden. Der Flohmarkt war sehr klein und hoffen, dass wir beim nächsten Mal mehr Glück haben. Danke euch, Lieben, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.